Wieso lebt Hänselt noch? Als er den Priester erschlug, hätte er eigentlich platzen müssen wie eine Weinbeere unterm Schuhabsatz. Vielleicht wollte Glevisik ja gerade, dass Hänselt auf den sicheren Tod warten muss. Glaube ich nicht. Wie ich Zauberinnen so kenne, können sie zwar gemein sein, effektiv sind sie aber immer. Bedenke, Sabrina stieß den Fluch auf dem Scheiterhaufen aus. Kann gut sein, dass er ihr missraten ist. Du meinst, Hänselt ist gar nicht in Gefahr? Doch, aber vielleicht kann man ihn vom Kern des Fluches, der Geisterschlacht, befreien. Die Schlacht ist das schwächste Glied des Fluches. Wie das? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht kann ich den Geist Sabrinas beschwören und zwingen, Hänselt freizugeben. Zuerst muss ich ihre genauen Todesumstände erfahren. Wir haben einen Kometen und einen Mord. Was ist mit den Münzen? Sind auch schon da. Das reicht dir wohl nicht. Nein. Bin ich da auf ein prekäres Geheimnis gestoßen? Auf ein Staatsgeheimnis sogar. Wenn du nicht redest, gibt es bald ein Staatsoberhaupt ohne Haupt. Es geht um eine Verschwörung des Militärs, nur das kann ich verraten. Als Erkennungszeichen dienen diese quadratischen Münzen mit der Fischschuppe. Ein Vorschlag. Ich störe dich nicht bei deinen Ermittlungen. Du berichtest mir, was du herausfindest. Und sollte ich etwas über den Fluch erfahren? Gibst du mir Bescheid. Also gut. Du wirst mir helfen, Detmold. Selbstverständlich. Der König hat es mir befohlen. Dann hör zu. Du erledigst den Papierkram, scheinst ihn ja zu mögen. Und ich brauche Schutzrunen, um Sabrinas Geist zu beschwören. Sie fixieren den Geist der Zauberin und alles, was bei dieser Gelegenheit sonst noch aus dem Jenseits kriecht. Such mir was raus aus deiner Bibliothek, aber bitte etwas Einfaches. Künstler gibt es hier nicht. Des Weiteren, die Drauguren werden bald nach Hänselt suchen. Abseits des Schlachtfelds sind sie nicht gar so gefährlich. Gib deinen Leuten versilberte Waffen, das sollte genügen. Auch Hänselt sollte Silberwaffen bei sich haben. Über den Zelteingang kommt ein Kranz aus Fünffingerstrauch und Hundspetersilie. Und es muss immer ein Feuer aus Wacholderästen brennen. Woher nehme ich das ganze Silber? Du könntest deine Sammlung von Silberpötten einschmelzen. Das sind Vasen aus Nazair. Schließlich redest du mit Hänselt. Mach ihm klar, dass ich ihn noch brauche. Und du? Machst es dir bei Wein, Weib und Gesang bequem? Natürlich. Außerdem finde ich raus, was ich brauche, um die Erscheinungen wieder ins Jenseits zu befördern. Und ich bereite die Beschwörung von Sabrinas Geist vor. Ich komme vorbei, sobald ich was weiß und gebe dir weitere Aufträge. Wie hast du rausgefunden, dass du dein Gedächtnis zurückgewinnst, wenn du den Fluch löst? Der einzige Hellseher, dem ich traue, hat es mir prophezeit. Ich wüsste zu gern, wer das war. Ein Trinker und verliebter Trottel, längst tot. Lass meine Vergangenheit in Frieden. Ah ja. So, neue Questphase, ewige Schlacht. Finde die Standarte des Grauen, ja, irgendwas. Neue Questphase, der Blutfluch. Untersuche Sabrina Glevisiks Hinrichtungsstätte. Neue Questphase, das Symbol des Mutes. Frage im Catwinschen Lager nach dem Symbol des Mutes. Neue Questphase, Verschwörungstheorie. Sprich mit dem Soldaten über das Komplott gegen Hänselt. Ja, das war's auch schon wieder gewesen. Das sind die neuen Quests, zumindest die ersten neuen Quests. So, hier erstmal 32 Orens mitgenommen. Dann hier nochmal 12 Orens. Dann haben wir hier hinten noch bestimmt noch ein Buch, was wir mitnehmen können. Nee, haben wir nicht. Schade. Ich kann mich nur mit Detmold unterhalten, das will ich aber nicht, denn der stinkt. Gut, dann würde ich mal sagen... Ah, hier nochmal 12 Orens geklaut. Dann gehen wir mal vor die Tür. Fabelwesen. Und gucken uns hier mal ein bisschen um. So. Was haben wir denn hier so alles? Gut. Hier kann man auch nur klauen. Ein Hackmesser zum Beispiel. So. Dann haben wir hier hinten. Genau, das ist ja Detmolds Zelt. So, hier noch. Ui, Wolfsbann und Zaunrübe. Ja, ich muss mir auch unbedingt neue Tränke herstellen. So, das da drüben. Sind es jetzt, ist es jetzt Freund oder Feind? So, ich kann hier sowieso nicht runter. Was gibt's hier? Doch, das Feuer. Das möchte ich anlassen. Und wir haben noch ein paar Soldaten. Und hier können wir das Lager verlassen. Und wo kommen wir dann hier hin? Unteres Heerlager der Catwinner. Ach so. Ich hab die Schnauze gestrichen voll von diesem verfluchten Ort. Ah, genau. Hier hinten war doch irgendwo das schwarze Brett. Ah ja. Ja, die haben wohl schon ordentlich einen Intus. Wen haben wir hier?
Oh. Ja. Nur ein paar Soldaten, aber mit denen beschäftige ich mich gleich. Erstmal genau hier. Was ist da los? Vater, lass mich in Frieden. Frieden? Hier geht es um Leben und Tod. Deine Mutter reißt mich in Fetzen, wenn dir was zustößt. Nein, um meine Ehre geht es hier. Was Mutter in Fetzen reißt, ist mir ganz gleich. Ich gehe mich jetzt vorbereiten. Aha, was ist da los? Der Schlechter von Sidaris, sprich mit dem alten Soldaten in der Kantine. Ja, das werde ich auch dann gleich machen. Aber erstmal haben wir hier ein paar neue Sidequests. Auftrag zur Tötung von Mörderhäuten. Allen bekannt und zu wissen, dass unser guter König Hänsel, der Herrscher von Kettwin, eine Belohnung für die Ausmerzung der Mörder, der Mörderhäute, in der Nähe des Lagers festgesetzt hat. Die Ungeheuer sind ein für alle Mal zu beseitigen, nach einer Methode, die der Auftragnehmer für geeignet hält. Der Mutige, der die Mörderhäute ausrottet, empfängt aus den Händen von Proximo eine Belohnung und wird in die Chronik von Kettwin aufgenommen. Ja, das nehmen wir doch direkt mit. Großes Turnier in der Arena. Nach dem Willen unseres gnädigen König Hänsel gebe ich die Eröffnung der Anmeldezeit für das große Schwertkampfturnier bekannt. Professionelle Schwertführung ist eine Soldatentugend, daher kann sich jedermann bewerben, der sich aufs Krieghandwerk versteht. Ob Einheimischer oder Fremder, ob Frau oder Mann, wer den Anblick des eigenen Blutes im Sand nicht scheut, den erwarte ich bei der Arena. Hänsel zum Gruß, Proximo Holzkling. Klingt auch gut, da werden wir auf alle Fälle mal vorbeischauen und ein paar Gesichter zerschnetzeln. Belohnung für Informationen über die Besitzer eckiger Münzen an alle Soldaten im Namen seiner königlichen Hoheit König Hänsel dem I. gebe ich hiermit bekannt, dass jeder belohnt wird, der Informationen über die Besitzer der sogenannten eckigen Münzen liefert. Bei diesen Subjekten handelt es sich um Landesverräter. Wer mit ihnen kooperiert, gilt als Feind Kettwins. Diskretion wird zugesichert. Aha, aha, aha. Versteck dein Haupt nicht unter einer Kapuze. Große Matte, kleines Hirn. Grau ist nicht das Zeichen der Weisheit, sondern das des alten Sackes. Die Häupter weiser Männer sind so kahl wie rar. Rasurenschnitte, Hauben, man findet mich beim Lagervolk Sambor. Ja, vielleicht eine neue Frisur, können wir ja auch mal vorbeischauen. Ich hatte ja ein paar andere mit im Angebot. Haben wir hier Auftrag Mörderhäute. Finde mehr über Mörderhäute heraus. Ja, ansonsten ein bisschen sparsam hier gehabt mit den Infos. Ja, aber wir haben ja hier einiges an Quests jetzt zur Verfügung. So, aber als erstes gehen wir jetzt mal in die Kantine und reden dann mal mit den alten Soldaten. Warum schlägt er nach mir und nicht nach seiner Mutter? Ist hier noch Platz? Welches Recht hätte ich, dir einen Platz zu verweigern? Vielleicht hast du kein Interesse an meiner Gesellschaft. Warum hast du Interesse an meiner? Lass mich dir erst etwas zu trinken spendieren, dann erzähle ich es dir. Ist mir egal. Hast du Kummer? Mein Sohn hat beschlossen, sich umzubringen. Er will in den Zweikampf mit Letant Avet, dem Schlechter von Sidaris. Mein Sohn ist so gut wie tot. Letant Avet? Wer ist das? Ein Mörder. Davon gibt es im Krieg reichlich. Nein. Den Feind zu töten ist nicht dasselbe wie die eigenen Leute zu meucheln. Und darin ist er richtig gut. Der Beste. Was ist das für ein Zweikampf, den Sie da planen? Weißt du das nicht? Wir sitzen seit Wochen rum. Hänselt hasst es, wenn nichts los ist. Also sorgt er für Unterhaltung. Du sprichst von Ritterturnieren. Ich weiß, wovon ich spreche. Mit Turnieren hat das nichts zu tun, eher mit Schlachtfesten. Hinterher wird fast jeder rausgetragen. Als in unserer Einheit bekannt wurde, dass die 6. Kompanie den Schlechter von Sidaris aufstellt, da hat sich keiner freiwillig gemeldet. Sven hat schlicht den kürzesten Strohhalm gezogen. Konnte er nicht ablehnen? Er kann, aber das geht dem Rotzlöffel gegen die Ehre. Ich habe mir die Kehle wund gefleht, aber er ist stur wie ein Bock. Was will ein Toter mit Ehre? Und wenn ich dir helfe? Was ist denn das für eine Frage? Hilfst du mir dann auch? Wenn du meinen Sohn rettest, tue ich alles für dich. Ich nehme dich beim Wort. Wo finde ich Sven? Er trainiert vor der Kantine, beim Söldnerzelt. Kannst ihn kaum übersehen.
lässt sich wie ein... Der Schlechter von Sidaris, sprich mit Sven. Ja, dann gehen wir diesen Sven nochmal aufsuchen. So, ja, da ist er ja auch schon. Rede ich mit Sven? Wer will das wissen? Jemand, der dir den Arsch retten kann. Mach dich vom Platz! Jetzt spiel doch nicht den Helden. Woher kennst du mich? Ich habe mit deinem Vater gesprochen. Er hat die Trauermär vom armen Sven erzählt und du hast beschlossen, mich zu retten? Nun, ein fahrender Ritter bin ich nicht. Du ja auch keine Prinzessin. Ich habe deinem Vater versprochen, dir zu helfen. Dann geh zu ihm und entschuldige dich für die Lüge. Dir muss es ja übel gehen, dass du so dringend sterben willst. Übel geht es mir, wenn ich kneife. Von Feigheit ist nicht die Rede. Wovon denn dann? Willst du den Schlechter entsenden, die Jungfrau von Edirne zu entjungfern? Wir werden zusammen gegen zwei von ihnen kämpfen. Deine Ehre bleibt so makellos wie die einer 100-jährigen Nonne. Wieso tust du das? Ich hab's dir schon gesagt. Dein Vater hat mich darum gebeten. Und du willst nichts als seinen Wunsch erfüllen? Genau. Du lügst. Was spielt das für eine Rolle? Der Schlechter von Sidaris, fordere Letant Avid heraus. Ja, und wo finden wir den Typen? Irgendwo da hinten. Ja, direkt hier am Feuer mit, oder was? Sei gegrüßt. So, wo ist er? Ach nee, der ist hier in seinem kleinen Zeltchen. Ich hab ein bisschen so. Lange, eine Heilige zu ziehen. Wo? Du hast zu viel feindliche Propaganda gehört. Oh. Ja. Ich suche Letant Avid, den Schlechter von Sidaris. Und willst was, bitteschön? Ich will mich mit dir messen. Kurios. Alle anderen machen sich schon ins Hemd, wenn ich nur einen Zahnstocher in die Hand nehme. Man sagt, du wärst einem Hexer ebenbürtig. Dreiste Lüge. Ich bin besser. Wir werden sehen. Du musst dich gedulden. Ich bin schon zu einem Kampf verabredet. Wir könnten zwei gegen zwei kämpfen. Wir sind doch von der Blüte des Rittertums von Kedwen umgeben. Da ist an Freiwilligen sicher kein Mangel. Wenn Letant es gestattet, würde ich gern an seiner Seite kämpfen. Ich bin Edwin Leistham, auch Blütenblatt genannt. Blütenblatt? Ich brauche keinen Weiberschwarm auf dem Turnierplatz. Du tust mir Unrecht, Letant. Ich trage den Namen, weil ich meinen toten Feinden Blütenblätter in den Mund stecke. Das würde dem Hexer auch stehen. Na gut, du bist dabei. Das hört sich ja nach einem derben Clash an. Ja, geh zurück zu Sven und besiege Letant Avid und seinem komischen Kumpel da. Ja, das werden wir auf alle Fälle tun. Aber vorher sollte ich mal ganz schnell gucken wegen, ja, vielleicht einem kleinen Schwalbetrank oder Krähe. Was ich überhaupt noch so an Tränken da habe. So, Tränke einnehmen, das haben wir noch da. So, Krähe habe ich noch einmal, aber ich habe gar keine Schwalbe mehr. Das ist ein bisschen blöd. Also sollte ich auch einen Trank herstellen. So, Schwalbe, 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 Schwalbe. Da, Schwalbe. So, herstellen. Am besten gleich zwei Stück. So, kann ich noch mehr herstellen? Ja, auch nochmal. Ui, ah. Schwalbe, nicht Karatetsche. Gut. Also, nochmal zwei Schwalbe. Und wenn wir schon mal dabei sind, nochmal zwei Schwalbe. Und Krähe wäre eigentlich auch nicht übel, wenn ich davon noch ein paar mehr hätte. Ja, sieben Stück, das klingt gut. So, und jetzt noch einmal Schwalbe, weil es so schön war. Alles klar, reicht aus. Gut, dann kann ich jetzt auch einnehmen direkt. So, Krähe und Schwalbe. Gluck, 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 gluck. Gut, jetzt sind wir ready und können es, ja, mit Latent und seinem Kumpel aufnehmen. Und? Hat er zugestimmt? Mhm. Ekelhafter Kerl, wie? Ausgesucht ekelhaft. Bereit? Ja. Holen wir uns die beiden.